Boah, ich habe in dem Moment echt nur gedacht, ich bin im falschen Film. Also Ben ist offensichtlich Vater geworden, Mel ist wieder zurück in Köln. In dem Moment war mir einfach klar, dass ich scheinbar echt zu spät gekommen bin und in der Zeit einfach viel zu viel passiert ist. Guten Morgen. Alles gut bei dir? Ja, wieso fragst du? Ja, du hast so ein bisschen unruhig geschlafen. Ich bin auf Toilette gegangen und da hast du dich rumgewälzt und hast so ein bisschen gebrabbelt im Schlaf. Alles gut? Ja, so eigentlich schon. Ich habe nur ein bisschen unruhig geschlafen, keine Ahnung. Okay, ich habe nicht so gut geschlafen. Irgendwie hat mich das alles ziemlich aufgekratzt. Ja gut, war ja auch viel los bei dir mit Zivi und so. Ja, vor allem mit uns so. Erzähl. Keine Ahnung, irgendwie beschäftigt mich das, ich Ben wieder gesehen habe. Er geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe mir scheinbar wirklich einfach nur was vorgemacht. Und er ist der Richtige, er war immer der Richtige. Und ja, ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit dieser neuen Erkenntnis anfangen soll. Okay, aber du bist ja schon hübsch ready gemacht heute. Ist das der Grund dafür? Ja, mein lieber Marcello, das ist der Grund dafür, wenn du schon so fragst. Ach, ich weiß es nicht. Er geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm reden soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil es besteht einfach dieses winzige Risiko, dass Ben mich nach allem, was passiert ist, vielleicht nicht zurückhaben möchte und er nach wie vor cool damit ist, dass wir einfach nur Freunde sind und er mich dann einfach abblitzen lässt. Aber da ist doch irgendwie noch was. Also die Lea, die ich kenne, die würde da auf jeden Fall jetzt mal Nägel mit Köpfen machen. Du kennst mich echt besser, als ich denke. Ach ja. Ja, vielleicht. Ich werde ihm gleich mal einfach einen Überraschungsbesuch abstatten. Das ist doch eine gute Idee. Soll ich dir jetzt einen Kaffee machen, damit du wieder wach bist? Ja. Please. Bis gleich. Danke, du bist ein Schatz. Bis gleich. Ich hatte echt gar keine Ahnung, wie Ben auf mich und meine Gefühlsbeichte reagieren würde. Aber ich wusste einfach nur, ich muss es trotzdem versuchen. Ich war noch nie der Mensch, der vor seinen Gefühlen weggerannt ist. Und auch wenn es eine Abfuhr gewesen wäre, hätte ich wenigstens gewusst, wo ich dran bin. Ich muss jetzt noch was für ihre Arbeit tun. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach später. Bei Mel in der Kneipe, oder was? Ja, ne? Alles klar. Boah, ich habe in dem Moment echt nur gedacht, ich bin im falschen Film. Also Ben ist offensichtlich Vater geworden, Mel ist wieder zurück in Köln. In dem Moment war mir einfach klar, dass ich scheinbar echt zu spät gekommen bin und in der Zeit einfach viel zu viel passiert ist. Also warum hätte ich mich in dem Moment noch mit Ben aussprechen sollen? Es war ja offensichtlich, dass er ein komplett neues Leben führt. Huch, was machst du denn schon hier? Das war richtig toll. Super war's. Du bist doch viel zu früh hier. Hast du nicht Sexy Revival Time gerade? Ach, hör auf, es war eher ein Schuss in den Ofen als ein Sexy Revival. Als ich gerade bei Ben ankam, hat er erstmal als stolzer Daddy einen Kinderwagen an mir vorbeigeschoben. Offensichtlich hat sich Bens Welt weitergedreht im Gegensatz zu meiner. Autsch, aber ja. War die Mutter dabei oder? Oh, oh, aber sein Sohn Oscar war dabei. Nee, der mit dem du was hattest? Oh, Marcello, bitte, können wir das Thema wechseln, ja? Ja gut, ja gut. Aber da war jetzt keine Mutter dabei, nicht mal in der Nähe vom Kinderwagen? Nein, war es nicht. Wie willst du dir denn hundertprozentig sicher sein, dass das sein Kind ist? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber was erwarte ich denn? Soll ich jetzt da hingehen und da in so ein total glückliches Familienidyll mit Mutter, Vater, Kind reinplatzen oder was? Und dem Typen, den ich eigentlich zurückhaben wollte?
Keine Ahnung, mich interessiert überhaupt gar nicht, wer die Mutter ist. Also eigentlich ist das schon spannend so. Also, ich habe eine Idee. Ich spiele Detektiv, weil ich weiß ja, wie er aussieht, aber er kennt mich ja nicht. Lauf mal zufällig in den rein und find mal heraus, ob das sein Kind ist, wo die Mutter ist und so weiter. Was sagst du dazu? Oh mein Gott, du könntest nicht sagen, das ist voll gut. Dann lass direkt los, weil ich hole noch meine Jacke und dann gehen wir sofort. Okay, sehr gut. Ich muss wissen, was dahinter ist. Ich dreh sonst durch. Ja, dann komm, los geht's. Also auch wenn für mich persönlich die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering war, dass Ben ein fremdes Kind durch Köln spazieren schiebt, hatte Marcello doch recht. Also ich brauchte einfach diese Gewissheit, ob Ben wirklich für mich Geschichte ist. Auch wenn ich echt Schiss vor der Wahrheit hatte, nachdem ich mir eingestanden habe, was ich für Ben wirklich noch fühle. Ich hatte Glück. Ach, ich glaube, ich bin der beste Detektiv. Ich hatte richtig Glück, ich habe ihn gesehen. Echt jetzt? Ja. Und? Also, der Kleine ist Toni. Ja? Das ist der Sohn von Oscar und nicht von Ben. Ja. Oh mein Gott, Oscar hat ein Kind in die Welt gesetzt? Ja, also ist er gar nicht ein sexy Dad, sondern er ist ein sexy Granddad. Und er ist frei und verfügbar. Ja, ja, ja. Ja gut, okay. Bei deren Lebensstil wundert mich das nicht, dass Oscar ein Kind hat. Ja, okay, dann... Krass, oder? Ja. Dann ist eigentlich alles gut. Dann kann ich eigentlich zu Ben gehen. Ja, du kannst dir einen sexy Granddad kannst du dir jetzt schnappen. Was ein Glück, dass ich ihn getroffen habe. Okay. Gut, dann, dann. Auf geht's, würde ich sagen, oder? Oder? Wieso nicht? Oh. Was ist denn los? Irgendwie fühle ich's nicht. Keine Ahnung, es fühlt sich gerade nicht richtig an, jetzt einfach zum Loft rüber zu gehen und ihm meine Gefühle zu gestehen. Und ich weiß nicht, dann habe ich auch noch diesen schreienden Enkel im Hintergrund. Irgendwie ist es krass. Ja, das ist doch nur ein Enkel, das ist doch nicht so schlimm. Ja gut, wenn es auch nur das wäre. Was ist denn noch? Seine tolle Schwester Mel ist auch wieder in Köln. Und mit der habe ich jetzt eine nicht so tolle Vergangenheit. Also sie mag mich jetzt nicht unbedingt. Und vor allem, was soll ich überhaupt sagen? Hey Ben, übrigens, ich bin wieder zurück in Köln, aber eigentlich nur ganz kurz, weil eigentlich muss ich wieder zurück nach München, weil ich dann noch so einen Job zu erledigen habe. Aber hey, ich wollte dir mal kurz nur so by the way zu Tür und Angel sagen, dass ich eigentlich noch Gefühle für dich habe und dass ich dich eigentlich zurück möchte. Und das ist scheiße. Ich mach's richtig. Ich mach's auf meine Art, auf Lea Art. Nicht 20%, ich mach nicht 50, ich mach 100%. Ich mach das einfach so. Ich fahre nach München, ich erledige da meinen Job, bringe alles zu Ende. Dann komme ich wieder komplett nach Köln zurück und dann nehme ich das Ganze richtig in die Hand. Und dann plane ich auch was. Dann mache ich so einen richtigen, schnieken Auftritt, so dass Ben die Kinnlade runterfällt. Und dann okay? Also jetzt gehen wir nicht, sondern... Nein, jetzt gehe ich nicht. Erstmal München und dann kommt alles andere. Ja, aber dann bist du ja wieder weg. Guck nicht so, ich komme ja wieder und ich lade dich zum Essen ein. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal, das machen wir. Okay. Auch wenn ich jetzt zu 100% wusste, dass Ben nicht der Vater ist, hat es sich trotzdem im Moment nicht so richtig für mich angefühlt. Ich weiß nicht, Ben und ich, wir hatten einfach so viele wilde und leidenschaftliche Momente. Da konnte unser erstes Aufeinandertreffen nicht in irgendeinem lame Treppenhaus stattfinden. Mir war direkt klar, dass ich einfach komplett zurück nach Köln komme und alles auf eine Karte setzen muss. Daran könnte ich mich gewöhnen. Dass er mir meine Koffer durch die Gegend trägt. Ja. Aber hast du wirklich alles? Ladekabel und also Taschen haben wir hier. Handy, Portemonnaie, Schlüssel, Ladekabel. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich habe ja gar nicht so viel dabei gehabt. Ja, doch. Und selbst wenn, du kommst doch eh wieder. Also, sieh. Also, du musst ja noch Ben schnappen. Aber versprich mir, dass du es wirklich machst und wiederkommst. Jetzt fühle ich mich tatsächlich ein bisschen gekränkt. Wieso? Weil du gesagt hast, ich bin die Lea, die du kennst. Ja, dann kannst du dir die Frage doch eigentlich schon selber beantworten. Ja, ja. Aber ich werde dich schon ein bisschen stolz. Ich dich auch. Aber wir sehen uns doch bald. Ja. Ich bin nicht so lange weg. Ja, stimmt. Komm her. Dann mach die Sache in München schnell fertig und dann kommst du wieder nach Köln. Und dann freue ich mich, dich bald wieder zu sehen. Sonst muss ich dich so lange vermissen. So lange musst du mich gar nicht vermissen. Und ja? Köln war mal mein Zuhause, es ist aber immer noch mein Zuhause. Ich habe einfach viel zu viel hier vor, als dass ich sagen könnte, adieu, ich bin weg für immer und ewig. Ich komme auf jeden Fall wieder. Aber danke, dass du mir ein Dach über dem Kopf geschenkt hast, solange ich hier war. Und für alles, für lecker Frühstück, für ganz viel Quatschzeit. Und, ja.
Alles, alles. Gerne, gerne. Komm bald, bald wieder. Ruf mich an, sobald du was weißt. Mach ich. Und soll ich auch noch ein Taxi rufen? Nein, Quatsch. Wirklich, brauchst mir kein Taxi rufen. Die paar Meter schaffe ich auch noch. Okay? Ich fahr ganz entspannt mit der Bahn. Schaffst das, meld dich. Ciao, mein Schatz. Mach ich. Ciao. Bis dann. In dem Moment war mir einfach komplett klar, dass ich nach Köln gehöre und nicht irgendwo anders hin. Köln ist einfach meine Stadt, die ich liebe, in der ich noch eine kleine Rechnung offen habe und in der ich mich einfach zu Hause fühle. Ich kann es kaum erwarten, wieder komplett zurück zu sein. Ich würde gerne auf dein Angebot zurückkommen, dass ich ein paar Tage bei euch in einer WG pennen könnte. Wir haben mittlerweile ein Zimmer frei. Ach, crazy. Das kannst du gerne haben. Hi, Anna. Hi. Was machst du denn schon hier? Ja, wir haben ein Zimmer frei. Hey. Willst du nicht bei uns das Zimmer einfach nehmen? Wir müssen eine Lösung finden mit den Kleinen. Aber das heißt, du musst auch Arbeit abnehmen. Ich kann nicht verstehen, wie der für den Kleinen kein Gefühl aufbaut. Du hast jetzt die Verantwortung, die alleinige. Wenn irgendwas sein sollte, meld dich. Es ist ein komisches Gefühl gewesen, Oscar und den Kleinen hier im Loft alleine zu lassen. Was ist für eine laute Musik hier? Was ist das? Das ist der Kleine, der schreit. Du hast mit deinen Kollegen gesprochen, das bist du so komisch. Die haben mir gesagt, dass der Meier mich auch einen Kieker hat. Ich hatte einfach nur Schiss, dass dieser Chef Max auch nur noch rund machen wird. Wie blöd kann man nur sein, Marco, wirklich? Dann weiß ich echt nicht, wie ich reagieren werde. Johnny wird sich niemals ändern, okay? Er wird sich auch nicht binden können und zu 100% nicht in dich, Mann. Ich weiß, dass Johnny auch treu sein kann. Ernsthaft, was denkst du, wer du bist? Du hast was mit uns beiden? Ja. Dass du sowas mit uns abziehst? Ja, was heißt du hast von euch? Johnny ist Johnny und wird für immer Johnny bleiben.